Letztes Mal bei den Raketenagenten. Du hast den Feuerpfeil erhalten. Im Inventar kannst du ihn auf C platzieren, um deine Pfeile mit der Kraft des Feuers zu umhüllen. Feuer! Meine, wenn der Nacht ganz unten fällt, ist auch nicht schwierig. Nice. Oh, nur die Beine gebrochen. Big Success. Stark. Feu, feu! Ah, ich lock den Turnier auch an. Der steht da so kacke. Fehlen sammeln. Je nachdem, wie viele du jetzt hier. Ah! Bam! Ah, die müssen alle raushauen. Mhm. Aber. Keine Ahnung. Jetzt. Einfach draufgeschmissen, doch. Mit Sicherheit. Nice. Guck mal, Nummer 9. Das war's jetzt überhaupt mal. Okay. Ja, kannst du jetzt nochmal ein Stück zurückschieben und dann hoch. Nice. Zurück auf Slideron! Slimer? Ist das so? Slimer Salami? Okay. Anschlag der Pette! Anschlag! Schlüssel! Was? Ah, Nummer 10. Heftig. Ich dachte, hier ist ein. Okay, dann ist er auf der anderen Seite in der Truhe tatsächlich. Ist einmal hier. Ja, das scheint der Schluss. Ups. Ups. Oder gehe ich jetzt von der Außenseite einfach ran? Kommst du, glaube ich, nicht. Achso. Also andersrum einmal gehen. Achso, ja, das kannst du machen. Was ist die Kiste? Mach mal Auge der Wahrheit. Was ist das? Tja, dann ist die da irgendwo. Die wird schon irgendwo da sein. Ah, mach mal den dritten platt. Oh! Das ergibt Sinn. Ihr habt lang genug in der Luft. Ja, siehst du, jetzt musst du trotzdem rüber. Ja, auch so. Kannst du machen. Ich weiß nur nicht, ob sie dann nicht vorher verschwinden. Sollte eigentlich nicht verschwinden, aber. Oh, wolltest du erstmal Magie? Oh ja. Voll. Ohne die Sprung ist ja natürlich super easy. So, richtig. So. Kannst du einfach immer machen. Immer. Aber das war nicht ein. Sollte. Ich brauche diese schwache Magie nicht. Ich glaube, jetzt Corona rutscht auf Eis gar nicht, oder? Nicht so viel. Ja, das reicht nicht. Yeah, what? Das ist manchmal hat man das nicht so unter Kontrolle, ne? Das war ein krasser Bounce. Yo. Du musst jetzt irgendwie nach und nach diese Dinger raushauen aus dem Turm. Und wenn das fertig ist, kannst du zum Boss. Meine ich. Das ist das, wo du vorhin gerade freigeräumt hast. Das kann irgendwer. Okay. Oh. Nice. Klonks. So, lieber ausziehen und rumlaufen, oder? Das hier und jetzt aus? Ja, genau. Die Maske vor allem. Ich bin jetzt hingedriftet, als Corona. Ich weiß, du liebst das Risiko. Ich weiß, es ist mir bewusst. Die Lene Wiesel. Schluss, Lu. Das heißt, du musst es wieder nach ganz oben. Oh, erstmal boxen. Erstmal ein Stück nach oben, genau. Hm. Ist das hier nicht? Geht das hier nicht schon nach oben? Wir können, glaube ich, unten boxen. Ja, was? Wie soll ich denn da hoch? Hä? Da links ist so eine Treppe oder geht die nach unten? Achso, die gehen nach unten. Ich geh auch gern rein. Aber ich glaube, unten sind noch Boxringe. Nee. Oder? Nee. Hm. Aber du kannst den Schalter da auch. Ja, dann geht er wieder runter. Dann habe ich geht Boxringe. Runter und dann kannst du nämlich hochgehen. Und da irgendwo den anderen Schalter aktivieren. Ich boxe erstmal die Scheiben weg und dann kann ich da drin hoch mit der Blume und den
den anderen den Schalter wieder anmachen, damit ich wieder hochgehe. Welche Bock? Du kannst hier nicht. Ach, da komm ich gar nicht dran. Deswegen, du musst erst nach oben, dann den aktivieren und dann. Ja, aber das ist ja jetzt kein Problem. Ich kann ja direkt wieder aktivieren, weil dann sind wir auf der anderen Seite. Ja, ja, genau deswegen. Du musst halt erstmal wieder zurück und deswegen müssen wir wieder da runter machen und dann. Ne? Nein, wir mussten jetzt wieder runter machen, damit wir da wieder hinkommen überhaupt. Nö. Hä, doch. Ich hätte ja auch von hier aus mit den zwei Blumen wieder zurückgekonnt, easy, ohne ihn runterzumachen. Aber jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite hier. So, ja, dann können wir das noch machen können. Also wenn das so ist, dann Guck mal, Schalter. Dann wird er wahrscheinlich trotzdem nochmal irgendwann runter machen, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen. Kann man den dann wieder woanders? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hoch? Ne, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Jetzt kommen wir wieder zur roten Tür und dann außen rum. Okay, dann los. Junge, Junge. Drin. Weiß nicht, was wir da machen. Oh, nee, musst du nicht. Musst du nicht. Jetzt einfach den. Oh! Den erschienen. Perfekt. Oh! What a relief! Weißt du, das ist wie nach einer langen Autofahrt aufs Klo gehen jetzt. nein. Ja, du hast recht. Du hast einfach recht. Dem, was du sagst. Ich. Ja, der fährt nämlich runter. Das heißt, rausboxen. Runter machen. Nach oben. Und rausboxen. Oh Gott. Im Prinzip wieder runterspringen, weil ich muss eh nach ganz unten. Ja, dann los. Klonk, so jetzt hier nach ganz oben direkt. Boxen ist als nächstes weg? Naja, jetzt machen wir die Tür auf und machen wahrscheinlich einen neuen Weg frei, damit wir alternativ nach oben kommen. Okay. Irgendwo eine Leiter droppen oder so ein Quatsch. Ah, ja okay, das ergibt Sinn. Und dann machen wir den ganzen Spaß nochmal, also dann wird er nochmal gedroppt. Okay. Und dann ist der Drops gelutscht. Ich glaube, damals habe ich die Zeit gar nicht verlangsamt für die meisten Tempel, das war richtig stressig, ey. Da hieß es, Zeit zurücksetzen, ab in den Tempel, go, 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 go. Yep. Yep. Das ist leider wahr. Nur wenn man die Ballade des Kronos nicht könnte. Ja. Der Witz ist, ich hatte ja mal so einen, Spieleguide, ne, dafür. Und der hat tatsächlich, gesagt, dass du 3 Tage dafür brauchst. Mit Feen sammeln. Also. Heftig. Ja. Das heißt, er kannte die Ballade auch nicht. Weiß ich nicht genau. Weiß nicht mehr genau, ob der die benutzt hat oder nicht. Yo! Jetzt soll das nochmal später. Nacht ist Zeit, Tagesverbleib 36 Stunden. Boink. Ah, perfekt. Okay, das kann man retten. Ich dachte, man braucht die Stacheln, um da quer lang zu fahren. Scheinbar geht's so. Ja, ich glaube, für das, für den Schnee brauchst du die Stacheln nicht. Sieht gut aus. Klappt. Sieht gut aus. Was haben wir denn hier? Das Auge der Wahrheit irgendwas? Das ist eine Fee, okay. Holy shit. Siehst du die? Wenn ich eigentlich mit dem Bogen jetzt die Fee abschießen würde. Kannst du nicht erstmal der Gegner entledigen? Diese Art kann ich auch nicht mit den Geruchen machen. Oder mit den Feuerfallen. Ciao. Das ist ja süß. Man droppt am Herzchen. Ja. Solltest du vielleicht die Feuerwehrpfeile. Die Feuerwehrpfeile, genau. Die Feuerwehrpfeile wegpacken. Die Feuerwehrpfeile wegpacken, wenn du die Fee abschießen willst. Ach. Das ist unnötige Magieverschwendung. Ja. Maske. Ja. Yeah. Blitzkopf.
Guck mal, ja. Ja, weich den Stacheln aus. Ich bin immer hier, nice. Schon gerade die Feenmaske vor denen gesehen. Marie? Yes. Ja, nice. Jackpot. Okay, ab nach oben. Magie voll. Wir sind so magievoll. Woo. Was zum Fick? Und darfst du nochmal abladen? Du darfst jetzt gegen Dinodoros kämpfen. Okay. Okay. Der hat mich gekontert. Oder sind das 6 einfach? Und sind Dinodoros, ne? Ich bin mir nicht sicher, ja. Ich glaube, da sie Feuer spucken können, ist es wahrscheinlich ein Dino, oder? Ich weiß es nicht genau. Okay, mehr Sprung angekontern soll es. Was kennt nur einer gegen mich? Das ist ganz nett. Boah. Alter, die Speine aber auch Feuer, du. Okay, das bleibt. Zum nächsten. Ja, wo kommt die her? Das ist ein Dino. Lol. Wo kam die her? Ist die freigespielt? Boah. Du hast das Feen-Game durchgespielt. Der kippt einfach um. Oh, wir haben beide jeweils eine, okay. Ich die wilde Nummer 13. Oh, das sind doch nur 12. Ne, 15. Das ist nicht, was ich meinte. Die wilde 13 sind nur 12. Ach so. Dem Raum weiß ich nichts mehr.